Nach den Attacken ihres parteiinternen Rivalen Johnson hat die britische Premierministerin May ihren Brexit-Kurs verteidigt. Ihre Pläne seien im nationalen Interesse, sagte May zum Abschluss des Parteitages der Konservativen in Birmingham. Dort rief sie zur Geschlossenheit auf. Die Verhandlungen gingen nun in ihre schwierigste Phase. Großbritannien wird im März nächsten Jahres aus der Europäischen Union ausscheiden. Verzweiflung? Ach, wohl doch eher Humor. Die britische Premierministerin jedenfalls lässt zum Parteitagsfinale nichts unversucht, um sich in die Herzen der Delegierten zurückzutänzeln. Ihre konservative Partei, heillos zerstritten über den richtigen Brexit-Kurs, sucht die frohe Botschaft, sucht eine neue Tonlage. Wenn wir zusammenhalten, gibt es keine Grenzen für uns. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Sie verteidigt ihren sogenannten Checkers-Plan gegen die Erzfeinde der EU. Denen bleibt er zu nah dran am Regelwerk des Kontinents. Aber sie sagt auch, dass sie einen Ausstieg ohne Deal nicht fürchtet. Das ist unser Vorschlag. Wir kontrollieren unsere Grenzen wieder, unsere Gesetze, unser Geld. Das ist gut für Jobs, für unsere Union. Er erfüllt das Referendum. Es ist im nationalen Interesse. Im Saal zustimmender Beifall. Optimistisch, patriotisch, wunderbar. Großartige Rede, Sie sehen den Beifall. Und sind Sie jetzt auch an Bord? Nein, ich unterstütze dieses Checkers-Ding nicht. Theresa May aber gehört diese Stunde. Sie ist erleichtert. Die schwierige Hürde Parteitag ist genommen. Die Störfeuer aber ist sie nicht los. Das hat der Parteitag ganz klar gezeigt. Aber Good News, er ist vorbei. Jetzt kann sich Theresa May auf Brüssel konzentrieren und Resteuropa wartet auf eine Premierministerin, die verhandlungsfähig ist.